Der Polacke tickt aus, halt deine Klappe, du Clown. Es dauert nicht mehr lange und ich mache Patte mit Dan. Bei uns rennt, bei uns rollt, bei uns fliegt. So, meine Freunde, wie Mo so schön sagen würde, die Ereignisse überschlagen sich wieder. Ich bin auf jeden Fall schön verkatert, ich war gestern schön besoffen. Super, geil auf jeden Fall, ich bin stolz auf mich. Nein. So, Leute, Mo 86, Carsten Stahl und Mastak und Ali Osman und Jengis 44 TV und Twin 81. Der Titel von Mo, ja. Hat er auf seinem, keine Ahnung, 2, 3, 5, 6, 7 Kanal hochgeladen. Dann ist mir auch was aufgefallen. Boah, das war scheinbar auf einem anderen Video, da hat auch der Attila M, oder wie der heißt, hat dann auch bei Mo kommentiert. Also mir kommt es so vor, als würden die den versuchen, auf seine Seite zu ziehen. Wir gucken uns das Video auf jeden Fall jetzt mal an. Das ist auch, heftig, würde ich sagen, ja, was er da sagt. Aber wir hören es uns zusammen an, okay? Freunde. Und dann ein Stream, wie wir alle gesehen haben, überschlagen sich wieder die Ereignisse. Es geht heiß her. Und auf einmal spielt der Carsten hier die moralische Karte aus, wo er einen aufmacht. Er macht Kinderschutz, er setzt sich für Kinder ein, eine Sache. Aber eine Frage, Carsten Stahl, wenn du dich doch für Kinderschutz einsetzt und für Menschenrechte und so weiter, warum setzt du dich mit Hells Angels zusammen und tust du, als ob nichts wäre? So, da frage ich mich, wovon er redet. Carsten Stahl ist bekannt von einer TV-Serie, diese Detektive im Einsatz, ich weiß nicht mal, wie es hieß, ich habe es auch immer geguckt, ich war ein riesen Fan von ihm, bin es auch heute noch, heute sogar mehr wie damals, weil er sich wirklich da für eine gute Sache gerade macht und man kennt ja auch die Geschichte, wer ihn verfolgt hat, wieso er das alles macht, ja, sehr krass auf jeden Fall, ich wüsste nicht, wie ich mit sowas umzugehen hätte, wenn mir sowas passieren würde und Carsten Stahl, so, Mo behauptet jetzt, ein Carsten Stahl würde sich mit den Hells Angels an den Tisch setzen und würde die unterstützen, da die ja pädophil werden oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung. Also so, ich weiß nicht. So einen Stuss habe ich echt lange nicht mehr gehört. Also wie gesagt, der Mo zieht halt wirklich alles und jeden mit rein. Und dieses Thema Pädophilie hat eine ganz andere ekelhafte Bedeutung mittlerweile bekommen. Denn es wird mittlerweile benutzt, um anderen zu schaden. Auch unschuldige Leute, ja. Also hier werden sämtliche Leute als pädophil betitelt in diesem Video und auch in den anderen Videos, wie ich gesehen habe. Ein Timor ist wahrscheinlich auch vielen hier ein bekannter Begriff, ja, also Name. Ein Twin, Hanebut, Frank Hanebut. Und wirklich alles und jeden zieht der mittlerweile rein, ja. Ich find's auch langsam, ich muss euch wirklich sagen, ich find's auch langsam nicht mehr so lustig wie davor. Davor habe ich mich die ganze Zeit weggepisst und so. Aber der Mo macht hier, der tut dieses Thema auf ein ganz anderes Level mittlerweile bringen, ja. Und ich weiß nicht mehr, was ich davon halten soll. So, ich guck mir auch immer weniger Videos mittlerweile an von Mo. Die Leute schicken halt bei Instagram immer mittlerweile alles, die screenshotten das oder nehmen das auf, schicken das bei Instagram und teilweise schaue ich es mir an, teilweise nicht, aber ja gut, dann kam heute dieses Video und hab mir das mal kurz angeschaut und dachte mir, okay, jetzt hat er wieder den Vogel abgeschossen, ja. Als ob du nichts von der Operation Casablanca in Mallorca wissen würdest, wurde mit drei korrupten Polizisten... Aber was hat Carsten Stahl damit zu tun? Das ist jetzt wieder die Frage hier, ne? Was ich mich immer frage, also viele Themen sind hier aus dem Kontext gerissen. ...verhaftet worden sind und dort es um Ausbeutung geht, im ganz großen Stil. Menschenverachtende Methoden, Skrupellosigkeit, nicht zu spaßen ist mit solchen Themen. Und du, ich markiere Carsten Stahl auf die Videos, er sieht Frank Hanebut. Korrupte Polizisten, Ausbeutung, Menschenhandel. Aber Carsten Stahl setzt sich mit Herrn Tinte zusammen an einen Tisch mit Leuten wie Manuelsen, was eindeutig zu denen gehört, und tut so, als ob nichts gewesen. So, also nochmal. Für dich, Mo, zum Verständnis, Manuelsen ist gar nicht bei den Hells Angels ein Fullmember, aber er hat viel einen Freundeskreis. Die meisten sind von den Hells Angels. Und was hat das jetzt mit Carsten Stahl zu tun? Also das musst du mir jetzt wirklich hier erklären. Wäre, supportet diese Leute, unterstützt diese Leute und dann redet damit solche Kabeln für Menschenrechte. Wo sind die? Wo ist da deine Menschlichkeit? Was ich mich frage ist, warum du überhaupt über dieses Thema redest, von Rechten, Menschenrechte, Kinderschutz, du bist alles andere als jemand, der Kinder schützt, ja? Du sitzt in deinen Streams, bist komplett auf Koks geschoben, oder nein, nicht mal Koks, sorry, ich muss mich verbessern. Auf anderen Substanzen, ja, Ersatzsubstanzen. Laberst ein wirres Zeug, ja, das alles hier hat gar nichts mit Kinderschutz zu tun. Und vor allem gegen Menschenrechte, weil du bist nicht für Menschenrechte.
Du hast nämlich die Menschenrechte missachtet. Ja, das, dafür stehst du ja. Du stehst ja dafür, dass du so krass und Gangster und Straße und real bist und die Oma ihre Handtaschen geklaut hast und in irgendwelchen, keine Ahnung, Skatershops oder was das waren, eingebrochen bist. Also, du, sorry, ich bitte dich, ja. Wo ist da deine Menschlichkeit? Zeig es doch. Rede doch. Und Leute, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gerade auch kein besseres Vorbild. Ich sitze hier und rauche meine scheiß Zigarette. Ist auch nicht korrekt, sollte ich eigentlich sein lassen, aber was soll ich machen? Die Sucht ist manchmal stärker. Sag doch, hey Frank, was ist das für eine Kacke, was du hier abziehst? Aber was hat Frank Hanebut jetzt mit dieser Thematik Pädophilie zu tun? Oder generell alle, die hier in diesen, naja, okay, ich würde nicht sagen jetzt alle, gut, Mastak, das Thema wird jetzt gerade behandelt, Ali Osman und Cengiz. Aber was hat ein Twin damit zu tun? Oder was hat ein Hanebut damit zu tun? Oder was hat ein Carsten Stahl damit zu tun? Oder ein Timo Akbulut? Was haben diese Leute mit deiner Scheiße hier zu tun, die du von dir gibst? Das verstehe ich nicht. Okay, hast du nicht die Eier dazu? Okay, du hast sehr große Muskeln, aber keine Eier. Du hast Rosinen zwischen die Beine. Und das ist Fakt, das ist Tatsache. Du hast auch gedacht, dass du ein Hund bist, ein ekelhafter Ehrenloser. Boah, der dreht ja richtig am Rad heute. Okay, und ich mache das ganz öffentlich. Herr Carsten Stahl mit seinen stahlharten Lügen. Nur deine Lügen sind stahlhart. Warum setzt du dich mit Menschenhändlern an einen Tisch? Welche Menschenhändler? Von was redet der denn jetzt? Also Leute, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Vielleicht habe ich was verpasst, weil ich habe einige Videos jetzt nicht gesehen von Mo. Mir ist nicht bekannt, dass ein Carsten Stahl, der vor allem wirklich, Ehre geht raus an diesen Mann. Das, was er macht, das macht er gut. Und es müsste viel mehr so Menschen wie Carsten Stahl geben, ja, die sich für sowas einsetzen. Aber wann habe ich was verpasst? Wann hat der Mensch, also Carsten Stahl, mit irgendwelchen Menschenhändlern oder Pädophilen zusammen am Tisch gesessen? Also Leute, wirklich, erklärt's. Und tust du, als ob nichts gewesen wäre. Okay? Support des Menschenhändler. Menschen, Leute, die auf eine Anklageschrift haben wegen Ausbeutung. Okay? All Cops are Bastard mit Polizisten zusammenarbeiten. Okay? Gegen jegliche Menschlichkeit. Okay? Da werden Menschen systematisch unterdrückt mit Morddrohungen, mit Hilfe von korrupten Polizisten und so weiter. Und da setzt sich der Herr Carsten Stahl hin und sagt, das und das. Fresse, Junge, fresse. Okay. Okay, wirklich Fresse, Junge. Die Sache ist ja die, ich denke, ein Carsten Stahl wird sich gar nicht auf so einen Schwachkopf wie Mo einlassen. So schätze ich den Mann ein, ja, der ist wirklich ein sehr erwachsener Mann, hat auch sehr viel Lebenserfahrung. Also ich schätze ihn so ein, ich kenne ihn natürlich nicht privat, aber kennenlernen würde ich ihn gerne, weil es ein echt, also für mich ist ein Held irgendwo für das, was er macht da mit diesem Kinderschutz, wirklich, muss ich euch ehrlich so sagen. Aber Mo, ja, gut, er versucht halt Aufmerksamkeit zu kriegen, ja, und wir haben... Also ich habe teilweise ja auch dazu beigetragen, dass er jetzt irgendwo mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil wir haben ja schon wirklich einige Klicks generiert mit den Videos, ja, und es haben mehr Leute gesehen wie normal, wenn nur Mo die Videos gemacht hätte, ja. Normalerweise sollten wir gar nicht mehr auf diesen Scheiß hier reagieren und ihn einfach totschweigen. Aber wie er bekannt ist, wisst ihr ja, selbst wenn ihr ein Jahr über ihn nicht berichtet, er wird ein Jahr lang weiter noch über euch reden und sogar noch 2 Jahre weiter, wie bei Mastak, okay? Genau das gleiche Thema. Kinderschutz eine Sache und ich frage mich auch schon bei seinem Kinderschutz, ob das so eine Metzelder-Sache ist, wo er in Wahrheit pädophil ist und Kindern solchen Netzwerken zuführt. Oh, also, oh, okay, du bringst das echt auf ein neues Level. Also Mo, also jetzt mal für den einen oder anderen, der es jetzt nicht verstanden hat, Mo tut gerade Carsten Stahl unterstellen, er sei pädophil und würde da was aushandeln und würde die Leute da mit Kindern zusammenbringen. Das ist gerade Mo 86 seine Aussage, also sehr krass. Würde ich echt vorsichtig sein, Mo, mit diesen Aussagen. Wie gesagt, ist nicht so gesund. Oder ob er das wirklich aus Kinderschutz macht. Beantworte mir mal die Frage, Herr Carsten Stahl, mit deinen stahlharten Lügen. Ja, das passt nicht im Geringsten zusammen, okay? Passt nicht im Geringsten zusammen, dass wer sich hier als den guten Menschen, als den Zaubermann aufspielt und damit Leute, die offensichtlich, augenscheinlich mit der Polizei zusammenarbeiten, je gegen die Demokratie, gegen die Meinungsfreiheit agieren, okay, Menschenhandel betreiben, Ausbeutung auf die skrupelloseste, ehrenloseste Weise. Und dann setzt sich Herr Stahl hin mit seinen stahlharten Lügen und glaubt jetzt, der kann diese Leute reinwaschen. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, das vorletzte oder keine Ahnung, 3 Videos vorher habe ich gesehen. Da war der wieder ein bisschen ruhiger. Da hat er scheinbar seine Medikamente bekommen. Und jetzt, Leute, der ist wieder so am komplett durchdrehen, ja. Also, für mich sieht das echt danach aus, als hätte er wieder seine Medikamente eingetauscht gegen andere Drogen. Und das merkt man. Bei Mo ist das wirklich, der ist ein offenes Buch. Man sieht ihm sofort an, wann was ist mit ihm und wann nicht.
Kann es sein, dass du vielleicht mit dieser Metzel da, der war ja auch jahrelang in den Medien, super Kinderfreund und so weiter, suchst du vielleicht die Nähe zu den Kindern, damit du diese Kinder den pädophilen Netzwerken zuführst? Das ist jetzt meine Frage, was im Raum steht. Boah, dass du sowas überhaupt dem unterstellst, alter Junge. Das ist schon krass. Also Leute, das ist schon Schmutz. Wirklicher Schmutz. Ehrlich, das ist Schmutz. Also ey, weißt du, guck mal, Mo, ganz ehrlich, befass dich doch mal mit der Geschichte von Carsten Stahl, wieso er das alles macht. Dann wirst vielleicht auch du, einer der dümmsten Menschen auf ganz YouTube, es vielleicht eventuell verstehen. Und ich hoffe, du wirst es verstehen, weil, also das ist schon, ich will gar nicht weiter, also das ist Schmutz, wirklich, sorry. Und die musst du beantworten, Herr Carsten Stahl. Die ist an dich gerichtet. Okay? Ich sage euch das. Ich begrüße mal die Community, G-Funk, herzlich willkommen im Stream, Jugendteuer. Willkommen im Stream. Deine Community besteht aus 100 Fake-Accounts, ja. 10 oder 20 davon sind von dir und deinem Bruder, ja, die euch gegenseitig da aufteilt und euch selber kommentiert. Also das, was du hast, ist keine Community. Und die Leute, die bei dir unter die Videos schreiben, ja, Mo ist der Wahre, Mo ist hier und Mo ist das. Leute, die wollen ihn einfach nur triggern, damit er weitermacht mit dem, was er gerade macht, ja. Aber es, in Wirklichkeit tut das keiner feiern. Vielleicht so von 10 Leuten 2 Stück, ja. Die wahrscheinlich auf demselben Stand im Kopf sind wie Mo. Pastulka, fight for your right, auf jeden Fall. Tattooed, Stahldark, Stahl wäre auch gerne Rocker, das hat man an seinen billigen TV-Fake-Shows gesehen. Ja, der möchte gern Rocker, der möchte gern Menschenhändler, der sich jetzt als Kinderschutzbeauftragter aufspielt. Ob das jetzt nur gespielt ist, weiß ich nicht. Es kommt mir sehr, sehr komisch ein rein, wenn wer die Nähe zu Kindern sucht und auf der anderen Seite die Nähe zu Menschenhändlern, okay? Von was redet der? Das ist so unfassbar. Also wirklich so, das ist wirklich so, so dumm einfach, was er da erzählt. Das ist wirklich abgefuckt, ey. Kann das sein, dass dann vielleicht 17, 18-Jährige aus solchen Kreisen irgendwann mal zur Prostitution gedrängt werden, in solche Kreise reinkommen und da aussortiert wird, mit wem kann ich's machen, mit wem kann ich's nicht machen? Kann das sein, so wie bei Metzelda? Wer soll das sein? Sorry, Leute, ich stehe auf dem Schlauch. Metzelda, wer ist das? Schreibt mal bitte in die Kommentare, Leute, ihr wisst, manchmal hänge ich doch. Man sollte natürlich die Kinder vor solchen abscheulichen Menschen schützen. Stahl bringt immer dieselben Argumente, hat er auswendig gelernt. Carsten Stahl, warum sitzt du mit Hells Angels, die offiziell mit Menschenhandel zu tun haben, mit Ausbeutung zu tun haben? Mir öffentlich, die drohen mir öffentlich mit Mord, mit korrupten Polizisten von Spanien. Also Mo, wirklich, du hast irgendwas falsch verstanden. Dir hat keiner mit Mord gedroht. Das ist einfach frei erfunden. Du tust dir irgendwas in deinem Kopf zusammenschnippeln. Ich habe keine Ahnung, was mit dir nicht stimmt, aber... Digga, wirklich, lass es mit den Drogen. Oder nimm deine scheiß Medikamente, eins von beiden. Also wirklich, sorry, aber das ist einfach nur noch Stuss. Du steigerst dich da irgendwo rein, du erzählst nur noch Scheiße. Das ist wirklich nur noch Scheiße, die du hier erzählst. Und man kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann deine Titel langsam nicht mehr lesen. Es sind immer dieselben Titel. Es ist immer dasselbe Scheißgelaber von dir. Ja, und einfach nichts von dem, was du erzählst, hat nur 1% Wahrheit, ja? Wirklich gar nichts, okay? Ernsthaft? Und dann scheint die Anwalt, Polizei, ich brauche keinen Anwalt, ich brauche keinen Polizei. Ja, vielleicht brauchst du aber bald einen Anwalt, wenn du so weitermachst und die Leute beschuldigst, dass sie pädophil sind oder versuchten, Kinder an Menschenhändler weiter zu verkaufen oder weiter zu leiten oder wie auch immer. Also wäre ich echt sehr vorsichtig, Mo, das ist echt nicht gut, was du hier machst, okay? Okay, das ist genau der Punkt. Einfach nur lächerlich, lächerlich, lächerlich. Das wollte ich dir sagen, Herr Carsten Stahl, mit deinen stahlharten Lügen. Und ich, die Frage steht jetzt im Raum, wie weit du mit Pädophilie zu tun hast, ob das nur so eine Verarsche ist, wie es meistens so der Fall ist, bei diesen Hilfsorganisationen für Kinder und so. Wie oft ist da Schindluder getrieben worden? Wie oft hat sich herausgestellt, dass da doch nicht den Kindern geholfen worden ist, sondern die Kinder missbraucht worden sind? Okay? Und es sind sehr viele Skandale, Kinderheimskandale, Kirchenskandale, wo hunderte Kinder missbraucht worden sind, okay? Das ist genau der Punkt. Und wenn sich dann der super Kinderbeauftragte, der für die Menschenrechte sich einsetzt, mit Hells Angels Supporter, mit Leuten, die mit Hells Angels, mit Ausbeutern zusammensitzen, das rechtfertigt, ist für mich... So, also ich sag mal so, Leute, so wie ich weiß und mitbekommen habe, sind eigentlich alle Rockerclubs, wirklich jeder Rockerclub, sind gegen Pädophile. Und sind dafür, dass man Kinder schützt. Also mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass irgendein Rockerclub irgendwas mit Pädophilie, also sowas wird gar nicht geduldet in den Reihen, okay? Und generell, also das ist einfach nur Scheiße, was du hier erzählst, okay? Es ist einfach nur Scheiße. Weißt du? Du kannst den
den Clubs alles so eigentlich unterstellen, soweit, ja. Es gibt immer irgendwo in irgendeinem Club schwarze Schafe. Es gibt überall auf der Welt, ja. Egal mit was, ja. Aber Pädophilie, Mo, überleg mal. Also wirklich, das ist eine sehr ekelhafte, schwere Anschuldigung. So, und solange du keine Fakten oder Beweise hast, dass einer aus diesen Reihen da mit sowas zu tun hat, würde ich einfach mal die Schnauze halten, langsam, okay? Weil irgendwann ist auch gut. Du hast schon lange die Grenze überschritten und es reicht einfach. Es reicht. Es reicht, okay? Dreck, Müll, abschauen. Ansonsten zeig, dass du ein Mann bist. Sag, hey Frank, warum hast du immer locker Ausbeutung betrieben? Und komm ich... Ja, aber was hat denn Carsten Stahl damit zu tun? Carsten Stahl ist doch in einer ganz anderen Branche tätig. Was hat er denn jetzt mit dem Frank Hanebo zu tun und warum soll er ihm irgendwas sagen? Was redest du hier? Was bist du für ein Schwachkopf? Möglicherweise korrupte Polizisten in Spanien. Und was haben wir hier? Der Saman, der Mister in Deutschland, hat auch gesagt, hey, die rufen einmal in der Woche, rufen die da und dort an, okay? Ich kann nur sagen, es ist an Skrupellosigkeit, Ehrenlosigkeit und so weiter. Nichts zu übertreffen, okay? Und dass diese Leute jetzt weiter und weiter glauben, jetzt holen sie sich eine Nummer, berühmtere Person, berühmtere, so wie ich euch sage, Level, das Problem wird denen zu groß. Jetzt wollen die das mit allen Mitteln eindämmen. Jetzt soll Carsten Stahl noch ein bisschen mithelfen, oder? Also ich glaube, er bezieht das auf Mazdaq, sein Video, wo er das scheinbar mit Carsten Stahl telefoniert hat, ja. Also, ja. Also, die Sache ist ja die, der Mo schaut sich irgendwelche Videos an und verdreht komplett die Tatsachen, ja. Also er erklärt es dann einfach komplett falsch, ja. Würdest du richtig zuhören oder, gut, man kann es dir nicht mal übel nehmen, du verstehst es einfach nicht. Das ist halt so das Problem, so erwachsene Themen verstehst du nicht. Du bist so eher, der was davon versteht, wie man sich eine Nadel setzt oder wie man die Drogen richtig konsumiert oder wahrscheinlich verkauft oder sogar kauft, ich habe keine Ahnung. Das ist so dein Bereich, in dem du dich wahrscheinlich gut auskennst und wahrscheinlich auch sehr gut bist, aber von allen anderen Themen hast du wirklich gar keine Ahnung. Was. Einfach nur lächerlich. Und als ob Carsten Stahl in dem Mazdaq-Video reden würde, wenn er nicht die ganze Geschichte kennt. Okay? Und anscheinend hat er Dreck am Stecken, sonst würde er das nicht machen. Das sage ich euch mit Garantie. Warum sollte ein Mensch, der für Kinderschutz kämpft, mit solchen Kabeln und nach vorne geht, mit Menschenhändlern an einen Tisch sitzen, mit denen feiern, mit denen Partys machen, okay? Mit Leuten, die mit Ausbeutung, Unterdrückung, Angriff auf die Meinungsfreiheit und so weiter zu tun haben. Und das, was sie machen, dass sie systematisch YouTube auf ihre Seite ziehen und da die Meinungsfreiheit einschränken, das ist genau dasselbe, wenn wir Nachrichtensender bedroht, beeinflusst und da die Nachrichten manipulieren wird. Von was redet der? Wer hat denn jetzt hier Nachrichtensender manipuliert oder... Hä? Von was redet er? Glaubt er den Scheiß, den er hier sagt? Jetzt mal ernsthaft. Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, auf die Demokratie, auf die Grundrechte, auf die... Was redet der da? Was redest du, Junge? Säulen der Demokratie, okay? Für die Idioten, die glauben, ich kann mich nicht ausdrücken und kann nur... Ausdrücken, ja. Genau. Ausdrücken, Mo. Okay? Und das kannst du wirklich nicht. Nein. Ferengi Merengi sagen. Nein, wenn ihr Witzfiguren seid, habe ich euch wie Witzfiguren hops genommen. Versteht ihr? Genau das ist der Punkt. Okay? Genauso wie dieser Timo Pedopolut, der sein Wort... Seht ihr, das ist das, was ich meine. Halt doch einfach die Fresse, ehrlich. Warte, ich hätte dieser Kackvogel. Einfach, das ist genau der Punkt. Und dann den Timo Akbulut so hoch feiern. Warum? Weil er auch fähig einen unbewaffneten Mann erschossen hat und Vollgas abgehauen ist. Warum hast du nicht gewartet, bis die anderen rauskommen? Da- ja gut, okay, dann hast du die Geschichte auch scheinbar nicht ganz verstanden. Solltest du dich vielleicht auch nochmal schlau machen, was da wirklich Sache war. Und ich denke, ein Timo Akbulut ist alles andere als feige. Ja, also, sorry. Es ist bekannt, was da passiert ist und was nicht. Dann solltest du dich vielleicht nochmal erkundigen. Und dann könntest du vielleicht eventuell mitreden. Du hast nicht die Eier dazu gehabt, oder? Und dann noch Welle mal viel zu viel für was? Wenn du einen unbewaffneten, hilflosen Menschen erschossen hast wie ein Feigling und dann den noch damit wichtig machst. Ihr seid Abschaum, menschlicher Abschaum. Ich mache das nicht für Klicks, nicht für Aufrufe, für egal. Oh doch, du machst das für die Klicks. Mo, du machst das für die Klicks. Und du nutzt echt ein Thema aus für die Klicks, was wirklich unter aller Sau ist, okay? Wirklich. Vom Allerfeinsten. Egal was. Ich mache das für die Menschlichkeit, okay? Aus meinem Herzen heraus, für die Menschen, okay? Ich riskiere hier mein Leben. Ich lege mich mit der größten Motorradclub der Welt an. Ja, aber nicht, weil es um das Thema Pädophilie geht, sondern weil du einfach ein Schwachkopf bist, dich getriggert fühlst, weil da scheinbar mal was in Spanien passiert ist, was ich sogar nicht mal glaube. Ja, ich glaube daran gar nicht. Das ist auch einfach nur Schwachsinn, weil du hast auch noch nie erzählt, worum es wirklich geht. Weil du ein Schwachkopf bist. Du beleidigst Gott und die Welt, aber kein Mensch weiß, warum du das machst. Aber ich habe da so eine kleine Vorahnung. Ich denke, es geht hier wirklich nur um Klicks, weil anders wirst du keine Reichweite generieren. Du nicht. Okay? So, ganz einfach. Ich denke, es geht hier wirklich nur um die Klicks und du hast gemerkt, okay,
Das Thema bringt mir den einen oder anderen Cent rein und es, du tust damit ja die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ja? Mehr ist das nicht. Mehr ist das nicht. Scheißegal, wenn es um Menschlichkeit geht, okay? Und wenn mehr Menschen so wie ich wären, die würden sagen, ich schaue hier nicht zu. Um Gottes Willen. Du bist eine ganz besondere Spezies, okay? Ich hoffe, es gibt nicht so viele wie von dir, wie du es so bist. Also, nee, sorry, wirklich, bei aller Liebe nicht. Du, bis hier und nicht weiter, würde die Welt ein viel sauberer Ort sein. Glaub mir das. Okay. Das sagt ein Junkie, der am Bahnhof rumlungert jeden Tag und sich seine Drogen organisiert. Auf jeden Fall wollte ich euch das nur mitteilen, weil das hat mich sehr aufgeregt, das mit Carsten Stahl und so. Und da setzt sich wirklich die Frage, warum sich der Carsten Stahl mit Menschenhändlern und das ist genau der Punkt. Ich krieg gerade einen Anruf rein, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wen interessiert's? Und das wollte ich euch damit sagen, okay? Dass das halt einfach kein Spaß ist. Und wenn diese Leute da weiter und weiter wollen, die machen weiterspielen und weiterspielen und weiterspielen, okay? Ich habe denen gesagt, hier, da geht es um Kinderschutz, um Menschlichkeit. Niemand von denen hat sich distanziert. Die haben gezeigt, zu wem die gehören und was deren Absichten sind, okay? Endlich jemand, der die Wahrheit spricht und sich nicht unter, ja, auf jeden Fall, es muss wer die Wahrheit sprechen und ich bin schockiert, dass ich sozusagen so ziemlich der Einzige bin, der die Wahrheit da ausspricht, keine Angst vor dieser Rückenmückenpolitik und so hat und auch diese Rückenpolitik nicht mitspielt und gegen Ausbeutung und so weiter ist. Ne? Leute, kommt ihr noch mit, jetzt mal ernsthaft, so, was redet er da? Was zum Teufel redet dieser Typ da? Was redest du? Also ey, das ist wirklich... Es ist nicht normal, es ist einfach nicht normal. Nein, ich bin nicht so Gangster, dass ich Pädophile schütze. Nein, bin ich nicht. Ich finde, jeder Pädophile gehört in den Knast. Okay, da gehört der Schlüssel Bin ich deiner Meinung? Ist so. Aber du tust dieses Thema ganz merkwürdig behandeln. Kein Mensch versteht, worum es dir hier wirklich geht. Okay? Du bist nur am Beleidigen, die ganze Zeit ununterbrochen. Nur ununterbrochen am Beleidigen, ziehst wirklich Gott und die Welt rein, die sogar nichts mit deiner Scheiße hier zu tun haben. Kein Mensch will etwas mit dir zu tun haben. Kein Mensch will überhaupt von dir erwähnt werden, ja. Wirklich. Geschmissen, okay? Und diese Leute wollen noch einen auf die wollen noch Pädophile schützen. Und dann schreien die auf einmal Anwalt, Polizei, der Mastag will Leute 10 Jahre in den Knast bringen. Oh mein Gott, die haben die Kontrolle über Leben mehr als verloren, okay? Ich wollte euch das nur kurz und bündig sagen, es wird noch einiges auf euch zukommen, es werden noch viel, viel krassere Videos kommen. Oh Gott, Mann, Leute, ich sag doch, das Thema mit Mo, ja, das kann man behandeln, ja, irgendwo, gut. Was er da halt erzählt, ist Schwachsinn, aber, ja, Content ist aktuell da. Mo86, was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Okay, Mo86, Labra da Nostra, der Einzigen, die ihr supporten solltet, auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ja, also ganz ehrlich, euch sollte man auf jeden Fall nicht supporten, denn ihr seid kein gutes Vorbild, weder für die Menschen, weder für die Kinder, für die Zuschauer oder was auch immer. Also, ja, kurz, ganz kurz, Carsten Stahl, ich weiß nicht, ob du das sehen wirst. Auf jeden Fall finde ich es gut, was du machst und bleib so, wie du bist. Bist eine sehr starke Persönlichkeit, meiner Meinung nach, und sollten viel mehr Leute wie dich geben. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Naja, ist auch egal, ich bin verkatert, ich habe gestern echt eingetrunken. Oh Mann. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Carsten Stahl, kann ich nur auf jeden Fall meinen Respekt aussprechen, ist wirklich... Ich finde den Typ gerade und das, was er macht, dafür stehe ich auch. Und ja, ansonsten, Leute, guck mal, man kann sich ja Mo86 angucken irgendwo, ja, aber bitte schenkt dem Ganzen keinen Glauben, okay? Weil jeder, der ein bisschen, ein klein wenig gesunden Menschenverstand hat, merkt, dass dieser Typ irgendwelche Psychosen hat, dass der sich irgendwas zusammenspinnt, ja, und es ist einfach krank. Eigentlich müsste man ihn wirklich mal in die Geschlossene bringen und den da, keine Ahnung, mal mindestens ein Jahr halten und den irgendwie wieder runterkriegen, so. Also, ich weiß nicht. Und sein Bruder ebenfalls. Der ist ja genauso. Sein Bruder ist sogar noch viel schlimmer wie er. Der ist ja noch schlimmer, ja. Deswegen seht ihr den nicht so oft vor der Kamera, weil er ja noch schlimmer redet. Der redet ja auch nur Scheiße. Okay? Also, Leute, bleibt alle gesund und keine macht den Drogen und, Leute, auf jeden Fall lasst den Alkohol weg. Haut rein. Ciao. Jeder träumt von den Batzen und nem fetten Benz. In der Nacht unterwegs mit mein letzten Cent. Am Hustlen, ich hab keine Zeit, um im Bett zu hängen. Ich kämpf für mein Ziel jeden Tag. Schreibe Parts und danach schneid ich Videos bis nachts.